Und damit, meine lieben Freunde, sage ich herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. In der letzten Folge haben wir das Kämpfen gelernt. Ezio, schau sie an. Ich bringe sie immer noch nicht zum Reden. Sie verbringt Tag und Nacht vor den Federn, die Petruccio sammelte. Sie kann nicht loslassen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Keine Sorge. Sie wird wieder zu uns kommen. Ich weiß es. Gesammelte Federn in der Truhe in Marias Gemach. Zwei von 100, Alter. Dafür gibt es leider eine Trophäe. Keine Ahnung, wer die erfunden hat. So. Hier könnten wir das Kämpfen noch üben, aber das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen natürlich weitermachen in der Story. In die Toskana San Gimignano reisen. Rüstung zerbrochen. Suchen Sie einen Schmied auf, um sie reparieren zu lassen. Zerbrochene Rüstung, ja. Die erste Folge, wo wir ein bisschen so was sehen, ne? Von dem Ganzen. Oh, Entschuldigung. Bin ich immer gerne so der Wegreiter. Oh, stopp. Du sollst absitzen und nicht aufsitzen. So. Dünder. Ach, hier ist mein Onkel. Ezio, was tust du denn hier? Verantwortung übernehmen. Vieri belästigt euch nur wegen mir. Vieri belästigt uns, weil er Templer ist und wir Assassinen. Wie auch immer, ich möchte helfen. Va bene, dann hör gut zu. Zuerst müssen wir einen Weg in die Stadt finden, obwohl Vieri uns scheinbar erwartet. Er hat die Tore verschlossen und seine Männer als Wache geschickt. Glücklicherweise ist die Stadt größer als sein Heer. Das Südtor ist leichter bewacht, also werden wir dort zuschlagen. Mhm. Wie man in den Wald ruft, Mario und seine Männer beim Attentat auf Vieri de Pazzi helfen. Klar, der geht mir auch schon die ganze Zeit auf den Nerv. Nun gut, Ezio, hier ist der Plan. Meine Männer und ich lenken die Wachen ab. Sobald wir angegriffen haben, klettere über die Mauer und finde einen Weg, das Tor zu öffnen. Nimm dir diese Wurfmesser. Erledige damit die Bogenschützen. Bereit, wenn ihr es seid. Dann lasst uns beginnen. All'attacco! Meinen Augen trauen? Vielleicht arbeite ich zu viel. Hm.
Assassino! Assassino! Hilfe! Ich vergesse immer wieder, dass man die Gegner erst anvisieren muss und dann Messer wirft. Zack. Tor ist offen. Ja. Die sind noch am Rumheucheln. Und nun Zack. Dann haben wir den letzten noch. Gut gemacht, Ezio. Sind drin. Hier lang, Männer. Ja, aber da war doch noch die Ich möchte, Feder, dass du diese Wachen alles. Ablenkst und sie hinderst, Alarm zu schlagen. Hoffentlich verschafft mir das genug Zeit, um Vieri zum Schweigen zu bringen. Va bene. Warte, Nipote. Nimm ein paar meiner Männer mit. Nur zur Sicherheit. Komm zu mir, sobald du es erledigt hast. Was hat Vieri denn jetzt vor? Das weiß keiner. Aber irgendwas macht ihn nervös. Wie sonst soll man die Patrouillen erklären? Und noch ein Zeichen, wenn ihr folgen sollt. Stattdessen sind wir seine Kindermädchen. Und warum? Hat sicher mal wieder das Falsche gesagt. Die falschen Leute sauer gemacht. Und jetzt zahlen wir den Preis. Gebt ihm was zum Nachdenken. Der Arme. Vieri stach ihm die Augen aus. Ich würde meine gerne behalten. Beenden wir das Gespräch. Halt, wo ist die Waffe? Da. Na, das scheint aber nach einem Getränk. Welch unglaubliche Preise ich euch biete, verehrte Kunden. Ihr werdet mich für verrückt halten. Freunde, meine Waren sind gut, die Preise unglaublich so. Natur. Müssen wir ja irgendwie an den Wachen vorbei, ohne dass die uns mitschnallen, ne? Ein Hinweis der Steinmetz- und Bildhauerkunst. Wegen des Mangels an geeignetem Baumaterial. Oh oh. Ezio! Euer Onkel wird angegriffen und braucht Hilfe! Geht zu ihm!
Jawohl. Zack. Ah, Neffe, da bist du ja. Mein Plan stößt auf Schwierigkeiten. Wir als Männer haben unseren Hinterhalt belegt und wir haben alle Hände voll. Aber meine Brüder und ich kümmern uns schon um die Wache. Geh du weiter und finde diese Schlange Vieri. Sieh zu, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Ich habe mit viel Glück neue Lieferanten gefunden und gebe all meine Ersparnisse an meine hochverehrten Kunden. Wo soll dieser kleine Feigling sein? Entschuldigung. Um Himmels Willen, seid ihr betrunken! Tut mir leid, das war nicht mit Absicht. Dass zu spät abends Leute noch unterwegs sind, müssen die nicht eigentlich schlafen? Checkpoint erreicht. Das hat auch nicht also beschlossen. Vieri, ihr bleibt hier, um die Söldner zu führen. Francesco organisiert unsere Truppen in der Stadt und sagt Bescheid, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Jacopo, eure Aufgabe ist es, die Bürger nach der Tat zu beruhigen. Und dieser Trinker Mario. Er macht ständig Ärger und ich befürchte, dass er herausfinden könnte, was wir planen. Er hat immer Ärger gemacht. Genau wie sein elender Bastard von Bruder. Dann lasst sie mich zusammenführen, Vater. Es wird noch Zeit genug geben, den Müll zu beseitigen, wenn wir fertig sind. Nun, gibt es sonst noch was? Muy bien. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. Kommandante! Kommandante! Was? Mario Auditore ist in die Stadt eingedrungen und er sucht nach euch. Dann lassen wir ihn nicht warten. Tja, es gibt einen Haken bei seiner Sache da. Er hat nur eine Turmseite geschützt. Dann lassen wir ihm das sein Verderben sein. Jawohl, sehr schön gekontert. Stylisch. Was planst du mit deinen Verbündeten? Ist es das, was mein Vater entdeckte? Wurde er deshalb getötet? Entschuldige. Hoffst du etwa auf ein Geständnis? Du Drecksschwein! Du sollst in der verdammten Gosse verrotten, du Hund! Wenn du nur noch mehr gelitten hättest! Ich hoffe, du... Genug, Ezio. Ein wenig Respekt. Respekt? Nach allem, was passierte? Glaubt ihr, er hätte einem von uns Respekt entgegengebracht? Du bist nicht Vieri. Werde auch nicht so. Möge der Tod dir den gewünschten Frieden bringen. Requiescat in pace. Nimm dies. Lies es, wenn du Zeit hast. Wir sind hier jetzt fertig. Kehren wir zur Villa zurück. Wie man in den Wald ruft.
Messergürtel erhalten. Codex-Seite erhalten. Sehr schön. Brief an Francesco De Pazzi erhalten. Fähigkeit Messerwurf erlernt. Zerbrechliche Gegenstände. Ein Gegner kann in einem zerbrechlichen Gegenstand geworfen... Was? Ah, kann in einen zerbrechlichen Gegenstand geworfen werden. Hm. Ja. Damit haben wir es schon wieder geschafft, ne? Freunde, ich habe heute frisch gefangene Egel. Frisch gefangene Egel. Können wir noch irgendwas neu kaufen? Ne, reicht nicht. Wir haben wir schon. Bereits im Besitz. Ah, die können wir noch kaufen. Schulterteil Leder. Schickt mir eure Freunde. Und schon sind wir ein bisschen besser geschützt, ne? Naja. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Einschalten und sage bis zum nächsten Mal bei Assassin's Creed 2 und dann machen wir in der Story weiter. Bis dahin, bleibt gespannt, bleibt dran. Bis dahin.